Menschen da draußen. Zum einen, wie ihr seht, ich bin erdunkelt und mir gefällt es sehr. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das ist ein sehr dunkles Braun gepaart mit einem Grauton, der jetzt in dem Licht nicht ganz so gut rüberkommt. Ich habe auch hier jetzt neue Lichter und muss das erst so austesten, wie ich das Ganze hier jetzt hinstelle. Von dem her, wenn irgendwas zu überbelichtet ist oder zu unterbelichtet, verzeiht mir das. Das wird sich im Laufe der Zeit mit den Videos geben. Aber jetzt zu dem Look, der ja hier in diesem Video wichtig ist. Und da habe ich mich ein bisschen orientiert an dem, was jetzt im Herbst und Winter auf uns zukommt dieses Jahr an Trends. Und neben sehr gewagten, mutigen Eyelinerstrichen gibt es auch so einen Hauch von Gothic. Und der findet sich entweder in den Lippen mit einer schwarzen Lippe und einem sehr dezenten Augen-Make-up oder andersrum. Und wie könnte es anders sein? Ich habe mich für die stark geschminkten Augen entschieden. Und hier meine zwei Lieblingsfarben, lila und schwarz kombiniert und diesen Smoky Eye geschminkt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, dann bleibt einfach jetzt dran. Wie immer würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß mit diesem Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich beginne hier mit MAC Mold und trage das in Lidfalte mit einem Blenderpinsel sehr, sehr großzügig auf. Also es darf auch am Ende so ein bisschen rausblitzen, von dem her ruhig nicht zu präzise auftragen. Wie ihr seht, habe ich an der Seite mir einen Teaserfilm hingeklebt, damit ich da nicht so drüber patzen kann. Danach benutze ich von MAC den Duo Eyeshadow in Odd Couple und benutze diesen lila Ton und trage den wieder in der Lidfalte bzw. ein bisschen über der Lidfalte auf. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken, fand ich den lila Ton aus der Chocolate Bar sehr, sehr schön, namens Candied Violet. Und den trage ich dann mit einem etwas präziseren Pinsel nochmal auf, um das Ganze nochmal genauer zu definieren. Dann nehme ich von Make-Up Geek den Ton Corrupt und trage den, indem ich ihn wirklich auftupfe fast, auf das bewegliche Lid auf und schaue, dass ich bis zur Lidfalte gehe. Und da würde ich lieber sagen, geht lieber ein bisschen drunter, weil durch dieses Blenden verblendet man dann doch ein bisschen höher und nicht, dass das Schwarz dann am Ende einem selber zu hoch ist. Wenn ich das Ganze dann mit dem Lila verblendet habe, dann mache ich dasselbe Spielchen nochmal und trage nochmal das Schwarz auf, einfach damit das Ganze noch kräftiger ist. Dann wird das Ganze wieder verblendet. Und um das Lila dann noch ein bisschen mehr herauszuheben, gehe ich danach nochmal mit dem lilanen Ton von MAC drüber. Hier ist mir jetzt im Nachhinein eingefallen, wer beispielsweise von P2, die haben ein ganz, ganz wunderschönes Lila, ein dunkles Lila, wäre hier auch perfekt gewesen. Das wäre dann aber matt. Dann nehme ich nochmal einen sauberen Blenderpinsel und gehe nochmal ganz oben über die Ränder, damit es sich einfach weicher ausblendet. Dann ist endlich die Zeit, um diesen Teaser abzuziehen. Wie ihr seht, hat man eine wunderschöne Linie dann. Und da gehe ich dann einfach mit dem Garnier Micellenwasser einfach nochmal ein bisschen entlang. Das ist meines Erachtens einer der besten Make-up-Entferner, die man haben kann. Von dem her, damit kann man das Ganze nochmal ein bisschen säubern. Dann benutze ich von Nivea Man den Aftershave Balm. Der beinhaltet nämlich sehr, sehr viel Glycerin und macht das Make-up damit einfach ein Stück weit haltbarer. Dann benutze ich von MAC das Studio Fix Fluid in der Nummer NC15 und trage das mit dem Beauty Blender auf, einfach weil sich es dadurch noch einen Tacken natürlicher auftragen lässt. Anschließend beginnt die Kriegsbemalung.
Damit setze ich einfach später Highlights im Gesicht, um bestimmte Partien meines Gesichts eben vorzuheben und andere durch Konturieren ein bisschen zurückzustellen. Das Ganze verblende ich dann anschließend mit dem Beauty Blender und dabei empfiehlt es sich, ein bisschen nass zu machen. Ich benutze hier von Avène das Thermalwasser und damit lässt sich das Ganze sehr, sehr natürlich verblenden. Und man hat am Ende dann die perfekte Menge an Concealer auf der Haut. Das mache ich erstmal unter den Augen. Da wir heute eine neue Methode benutzen, um das Ganze dauerhaft und schön hell hervorzuheben. Nämlich verblenden wir das Ganze erstmal mit dem Beauty Blender und anschließend benutze ich von Essence dieses Matte Essence Fixing Powder und diese dreieckigen Schwämme, die es auch beispielsweise in der Drogerie gibt, und damit tupfe ich mir das Puder wirklich gezielt ordentlich unters Auge hin an diese Partie. Und das lasse ich dann erstmal einfach setten, einfach in Ruhe lassen. Einfach mit dem ganz normalen Schminkvorgang weitermachen und das Ganze einfach ein bisschen setten und einwirken lassen. Zu Englisch Baking or Cooking genannt. Und damit hat man dann noch mehr diesen gehighlighteten Effekt später. Dann benutze ich zum Konturieren von Fit Me den Anti-Shine-Stick in der Nummer 315 Soft Honey, um einfach mein Gesicht noch mehr zu konturieren und eben diese Tiefen und Höhen mit einzubauen. Und das verblende ich anschließend wieder mit dem Beauty Blender. Und wie ihr seht, orientiere ich mich da an dem Ohrknöchelchen und ziehe dann die Linie vor Richtung Mund, aber natürlich nicht ganz. Dann an den Schläfen und an der Stirn und einfach von der Seite des Nasenrückens nach unten hin. Und hier ist einfach wirklich ganz wichtig, so lange wie möglich sich Zeit geben, das Ganze schön einzuarbeiten und schön zu verblenden, weil je länger man sich dafür Zeit gibt, desto natürlicher wird das Endergebnis. So, jetzt entferne ich diese Puderreste von meinem Gesicht und das kann ich jetzt gleich wunderbar benutzen, um hier das vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen zu harte, konturierte ein bisschen zu mildern. Und wir sparen uns damit auch dieses insgesamte Setten des Gesichts mit Puder.
So, dann benutze ich, wie könnte es anders sein, den Hoola Bronzer und gehe nochmal da, wo ich es noch einen Tacken intensiver haben möchte an Contouring, nochmal drüber. Und der Vorteil natürlich an dem Pinsel, an dem Bronzer, der mit Pinsel aufgetragen ist, dass wir das Ganze noch viel weicher, noch viel natürlicher auftragen können. Aber auch hier gilt, dass ich anschließend nochmal mit einem Puderpinsel einfach drüber gehe, um das Ganze wieder ein Stück weit weicher zu gestalten. Dann benutze ich von MAC & Leach einen Fluff und trage den auf meinen Highlighting-Pinsel auf und gehe beispielsweise an diesen oberen Bogen der Lippe entlang, an der Nase ein bisschen, an der Stirn ein bisschen, an den Wangen ein bisschen, einfach um dem Ganzen ein bisschen Glow zu geben. Dann trage ich von H&M einen Kajal auf in der Nummer Lovely Lilac. Und gehe anschließend mit so einem angeschrägten, dünnen Pinsel nochmal mit dem Ton von Make-Up Geek, nämlich dem Schwarzton Corrupt, nochmal über diesen Kajal drüber, um wieder diesen zweifarbigen Look zu geben, also dieses lila-schwarz. Auf der Wasserlinie trage ich dann auch den Kajal auf in Schwarz, um das Ganze eben noch dunkler zu machen. Und dann gehe ich nochmal anschließend mit den Resten, die ich da auf diesem Pinsel eben noch hatte, mit dem restlichen Schwarzlidschatten noch mal ein bisschen entlang, um das Ganze noch ein bisschen mehr ausgefranster, weicher zu gestalten. Dann setze ich noch zwei kleine Highlights jeweils am Auge mit dem Fluglidschatten von MAC und gehe auch noch mal an diesen Bogen. Ein bisschen auf die Nase und dann benutze ich diesmal Fake Lashes in der Nummer 43 Lash, heißen die, und bringe die an. So, jetzt geht's an die Lippen. Hierfür benutze ich meinen Augenbrauenstift von Maybelline, einfach weil dieses Braun perfekt ist. Und ziehe erstmal meine Lippenform nach. Hier würde ich auch immer erst ganz sanft anfangen, damit, wenn man eben sich ein bisschen vermalt, das noch gut wegmachen kann. Und dann, wenn die Linie stimmt, dann lieber nochmal nachgeben. Und dann ziehe ich diese schrägen Linien. Das gibt einfach der Lippe an sich ein bisschen mehr Fülle. Da kann man, wie gesagt, wunderbar tricksen. Thank you.
Jetzt trage ich einfach Lipgloss auf. Den genauen Namen schreibe ich euch einfach in die Infobox. Und gehe nochmal über die dunkleren Kanten entlang. Und weil mir das Ganze dann am Ende so ein bisschen zu hell war, bin ich nochmal mit einem Lippenstift von Essence drüber. Der genaue Name auch hier in der Infobox. Um den Lippen einfach noch ein bisschen mehr Farbe zu geben. Und das war der ganze Look. Ganz viel Spaß beim Nachmachen und tschüss, bis zum nächsten Mal.